die ihr jederzeit Leuen finden könnt, und 4 weitere Fakten über den Untergrund in Zelda TOTK. Fakt Nummer 1. Im Untergrund gibt es mehr Leuen als an der Oberfläche. Einen findet ihr jeweils genau unter den Stellen und 5 weitere in der schwimmenden Arena, welche sich unter dem Kolosseum befindet. Perfekt zum Farmen von sehr wertvollen Hörnern, Schilden und Bögen. Apropos Arena. Fakt Nummer 2. Es gibt 6 Kampfarenen, in denen ihr euch allen möglichen Gegnern stellen müsst. Meistens sind es 5 Gegnerwellen und als Belohnung gibt es eine besondere Maske oder einen Helm, welches schon im BOTW gab. Fakt Nummer 3. Der Untergrund spiegelt in vielen Punkten die Karte Hyrule wieder. Nicht nur befinden sich die Wurzeln immer genau unter den Schreinen, ihr Name ist sogar der Name des jeweiligen Schreins rückwärts gelesen. Außerdem sind Berge an der Oberfläche Täler im Untergrund, Gewässer an der Oberfläche sind Wände im Untergrund und so weiter. Es lohnt sich also, an besonderen Orten der Map Hyrule im Untergrund vorbeizuschauen, dass sich dort in fast jedem Fall etwas Besonderes verbirgt. Fakt Nummer 4. Es gibt 6 Magierstatuen im Untergrund, welche sich genau unter den großen Göttinnenstatuen der Overworld bzw. des Tempels der Zeit aus den Himmelsinseln befinden. Jede von ihnen bietet euch ein neues Kleidungsstück des Darkling-Sets oder der Finsternisrüstung. Findet ihr alle 6 Statuen im Untergrund, gibt es obendrauf außerdem noch das alte Reckengewand. Und Fakt Nummer 5. Wusstet ihr auch, dass es im gesamten Untergrund nur einen einzigen Kochtopf gibt? Dieser befindet sich im Megaposten direkt unter der Mine im Hylia-Tal. Fragt einfach nicht warum, aber jetzt wisst ihr es auch.